Herzlich willkommen zu einem neuen Blickpunkt Leine-Bergland. Eifelt, Hannover. Alle waren sie schon hier. Die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler, Präsidenten, Otto-Normalverbraucher und jetzt auch die Eifelder Brandschutzexperten von T&B Electronic. Denn es gab etwas zu feiern, das 35-jährige Firmenjubiläum. Auch da hat sich Geschäftsführer Thomas Warnecke nicht lumpen lassen und für die nach seinen Worten wichtigste Säule des Unternehmens, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Fest auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte. Bei hannoverschem Kaiserwetter ging es vom Hotel Sheraton, wo das T&B-Team wohnte, übrigens aus Deutschland und mehreren europäischen Ländern, per Schiff an das Südufer des Maschsees, wo in der legendären Insel ein fulminantes Buffet in einem traumhaften Ambiente auf die Jubilare wartete. Die rund 100 Gäste verlebten dort dann auch einen traumhaften Abend. Eifelt, der Industrieverein Eifelt Region, hatte zu seinem diesjährigen Sommerfest in die Sporthalle nach Förste eingeladen. Dort wartete auf die Teilnehmer nämlich nicht nur das obligatorische leckere Grillen, verbunden mit dem ungezwungenen Netzwerken der Unternehmerinnen und Unternehmer untereinander, sondern es ging auch hoch hinaus für die, die es wollten. An der Kletterwand des TSV nämlich standen Herr Dr. Granzo und seine Sportskameraden bereit, um allen, die es mal versuchen wollten, mit Rat und Tat beim Erklimmen der Wand zur Seite zu stehen. Und so versuchten sich eine ganze Reihe unerschrockener IVA-Mitglieder oder deren Familienangehörige an einem oder an mehreren der Kletterwege, was übrigens leichter aussieht, als es ist. Vogelbeck, das hat der Grillplatz in Vogelbeck schon länger nicht erlebt. Hunderte von Musikfans rockten zu den Jubiläumsklängen der legendären Einbecker-Band Sheroplane, die mit großem Ornat ihr 30-jähriges Jubiläum feierte. Die Musiker riefen und alle kamen, sodass der Abend ein buntes Stelldichein der Musikerinnen und Musiker war, die mit der Band, ihrer Historie und dem Fan- und Freundeskreis verbunden waren oder immer noch sind. Ein Abend, der viele Emotionen und Erinnerungen freisetzte und an den alle Beteiligten und Helfer noch lang und vor allen Dingen gern zurückdenken werden. Auf die nächsten 30 Jahre. Das war unser Blickpunkt für heute. Bis zum nächsten Mal.